Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pfad des Wissens. Ja, ein Jahr ist schon mal wieder rum und das bedeutet natürlich auch, dass es wieder News zu dem Steuerrecht gibt, beziehungsweise auch Buchführung und so weiter, allgemein rechtliche News. Und wie immer gibt es dafür eine kleine Update-Vorlesung, beziehungsweise wie immer mehrere Vorlesungen. Denn ich muss sagen, seitdem ich jetzt diesen Kanal betreibe, ist das jetzt das Jahr, wo die meisten Neuregelungen geschaffen wurden. Das belastet natürlich uns in dem Steuerberuf besonders stark. Wir sind ja immerhin quasi auch schon durch diese gesamten Anträge, sei es Überbrückungshilfe, Novemberhilfe und alles, was mit Kurzarbeit und Corona zu tun hat, schon sehr ausgelastet. Und nicht nur wir, sondern halt alle, die in dem Bereich irgendwas zu tun haben. Dabei Gruß und kleinen Applaus in dem Moment an alle. Ja, und der Gesetzgeber hat, wie gesagt, sich gedacht, okay, jetzt müssen wir umfassende Neuregelungen schaffen. Und ich werde hier in diesen Videos nicht auf die neuen, oder was heißt neuen, die veränderten Regelungen zur Kurzarbeit eingehen oder auch zu den verschiedenen, ich sag mal, Hilfsmöglichkeiten in Bezug zu Corona, die es gibt. Warum? Erstens sind die Sachen sehr fluid, zweitens sind sie zeitlich begrenzt und drittens ändern die sich in der Regel so stark oder haben nur so einen kurzen Geltungszeitraum, dass man dann sowieso quasi eigentlich fast wöchentlich sich selbst updaten müsste. Wir werden die Vorlesung hier in mehreren Teilen abhalten. Ich vermute mal, vom aktuellen Rechtsstand werden es ungefähr drei Vorlesungen werden. Ich hoffe nicht vier, weil mit drei Vorlesungen, dann bin ich Ende Januar spätestens damit durch. Und ja, für Sachen, die natürlich schon sofort gelten oder ab 01.01.2021 gelten, ist das natürlich trotzdem schon, ich sag mal, ein bisschen spät. Tut mir auch ein bisschen leid, dass es so spät ist. Allerdings hat unsere Regierung diese ganzen Änderungen, sage ich mal, relativ spät beschlossen und sind jetzt zu dem jetzigen Zeitpunkt immer noch nicht sicher. Nur ich kann jetzt nicht noch länger warten. Und deswegen werden wir anfangen mit den einigermaßen unspannenden Themen, die aber dafür schon zu 100% sicher sind. Und dann im Januar kommen dann, wie gesagt, zwei oder vielleicht auch drei Vorlesungen, wo dann die ganzen Themen kommen, die jetzt aktuell noch unsicher sind, dann aber wohl hoffentlich sicher sind und ich auch mit Gewissheit vorstellen kann. Daher schaut euch die Themen hier an, unsere fünf Stück, die es hier gibt. Wenn das nicht zu euch ist, wartet das nächste Video am besten ab. Ich weiß, wir beginnen mit den eher unspektakulären Sachen. Aber wie gesagt, ich lege hier Rechtssicherheit in dem Sinne dann doch vor der ganzen Aktualität. Gut, die fünf Punkte, die wir uns jetzt in dem ersten Video dieser dreiteiligen Reihe anschauen werden, sind die Änderungen der Kfz-Steuer. Dann unter zweitens die Grundsteuerreform, wo eine Wertzahl eingeführt werden soll. Drittens AGB, die Kosten der künstlichen Befruchtung, also AGB steht für außergewöhnliche Belastungen. Viertens ist der wirksame Zugang des Einspruchs, da gab es auch ein sehr spannendes Urteil. Und was uns auch wieder nächstes Jahr begleitet und dann jedes halbe Jahr aktualisiert wird, sind die Mindestlöhne mit, ja, ich übertreibe jetzt mal, aber ich sage mal, fatalen Auswirkungen auf die Minijobber und die Arbeitszeiten, die diese deswegen maximal belegen können. Gut, fangen wir einfach an. Und zwar mit den Änderungen in der Kfz-Steuer. Und zwar wurde in dem siebten Gesetz zur Änderung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes vom 12.06.2020, das ab 01.01.2021 in Kraft tritt, die Nutzung von umweltfreundlichen Fahrzeugen durch einige Maßnahmen gefördert werden. Das ist erstens, dass die 10-jährige Kfz-Steuerbefreiung für angeschaffte Elektrofahrzeuge verlängert wird, und zwar auf bis zum 31.12.2025. Das bedeutet, dass die Kfz-Steuerbefreiung längstens bis zum 31.12.2030 gewährt wird, denn die 10 Jahre können folglich bei einer Anschaffung nach dem 31.12.2020 nicht vollständig ausgeschöpft werden. Und dann haben wir zweitens die Steuerhöhe anhand der Emissionen zuzüglich jener für den Hubraum. Die betrug bisher bei CO2-Ausstoß größer 95 Gramm pro Kilometer 2 Euro je Gramm pro Kilometer. Für Fahrzeuge, die ab 01.01.2021 angeschafft werden, steigt dieser Wert nun gestaffelt bis zu einer Höchstgrenze von 4 Euro je Gramm pro Kilometer. Und dazu habe ich mal eine kleine Tabelle gebastelt, damit wir das auch ein bisschen vor Augen haben. Ihr seht also, bei unter 95 Gramm pro Kilometer, dann kommt nicht, also kommt keine zusätzliche Steuer dafür dazu. Allerdings dann ab dem ersten Gramm, was 95 Gramm überschreitet, das heißt, was 94 Gramm überschreitet, ab dem 95. Gramm sind es dann 2 Euro pro Gramm pro Kilometer. Und dann, wie ihr seht, hier die verschiedenen Grenzen.
Das steigt dann immer an. Und was ganz wichtig ist, hier ist eine gestaffelte Besteuerung vorgesehen. Und daher muss für jedes Gramm pro Kilometer über 95 Gramm je 2 Euro. Und dann, wenn wir dann in die nächste Stufe kommen der Tabelle, also bei 115 Gramm pro Kilometer, dann wird für jedes Gramm 2,20 € und so weiter gezahlt. Sodass nicht die Gesamtemission nach einer Stufe besteuert wird, sondern nur der jeweilige Anteil der Stufe. Ähnlich wie das bei der Höchstgrenze des eigenen Anteils für außergewöhnliche Belastung ist. Also bei Krankheitskosten ist ja sehr bekannt. Drittens, bei einem Pkw mit CO2-Emissionen weniger als 95 Gramm pro Kilometer, die vom 12.26 bis zum 31.12.24 angeschafft werden, da erhält man eine Kfz-Steuervergünstigung von 30 Euro pro Jahr für 5 Jahre, also maximal bis zum 31.12.2025 allerdings. Das heißt, wer am 31.12.24 sich einen solchen anschafft, der kann halt nur ein Jahr davon in Anspruch nehmen. So, wie immer mache ich das so, dass ich meine Folien aktualisiere, wenn es neue Rechtsprechung dazu gibt. Ich werde irgendwann, und irgendwann ist es noch ein paar Jahren höchstwahrscheinlich, spätestens nach 10 Jahren habe ich geplant, mal alle Vorlesungen dazu aktualisieren. Aber so kommen hier wieder die kleinen Updates. Und zwar in dem Fall zum Steuerrecht 20, Verkehrssteuern 2, Folien 13, 23 und 26. Das ist das Schema zur Ermittlung der Steuerpflicht von Kraftfahrzeugen und deren Anhängern. Das erste, was wir hier updaten müssen. Und deswegen steht ab jetzt da, handelt es sich um ein Elektrofahrzeug, das zum 31.12.25 erstmalig zugelassen wurde. Ihr seht, da habe ich die blau dargestellt, diese Grenze geändert. Ist das der Fall, dann landen wir in Paragraphen 3d Absatz 1 Kraftfahrtsteuergesetz. Das ist dann 10 Jahre steuerfrei bis maximal 31.12.2030. Das ist neu. Ansonsten bei Nein bleibt es, wie es ist. Ist der Halter blind, hilflos oder außergewöhnlich gehbehindert? Falls nein, kommt man zu Teil 2. Falls ja, stellt man sich die Frage, besitzt der Halter bereits ein von der Kfz-Steuer befreites Fahrzeug? Falls ja, kommen wir auch zu Teil 2. Falls nein, müssen wir prüfen, wird das Fahrzeug für den Gütertransport, den entgeltlichen Personentransport oder von anderen nicht für die Betreuung des behinderten betreuten Personen verwendet? Falls ja, landen wir auch bei Teil 2. Und falls nein, greift der Paragraph 3a Absatz 1 Satz 1 des Kraftfahrzeugsteuergesetzes und es ist steuerfrei. Das ist in der diesen sind ja noch 5 weitere Folien dazu, dass sich da aber nichts ändert, habe ich jetzt auch nicht weiter mitgenommen. Allerdings ändert sich was hier in der zweiten Übungsfolie. Ihr seht, bei viertens habe ich das Datum geändert am 4.7.21, damit wir hier weiterkommen. Wer möchte, kann natürlich jetzt gerne pausieren, um das zu testen, ob das Wissen vorhanden ist. Man kann es allerdings auch die andere Vorlesung daneben nehmen. Ich springe jetzt aber natürlich gleich zur Lösung. Das ist dann die Folie 3 von 4. Zumindest auf der ursprünglichen Sache, also nicht die Folie, sondern Teil 3 und von 4 der entsprechenden Folien. Und da müssen wir dann rechnen und prüfen. Die Steuerbarkeit, die ändert sich ja nicht. Das Ding bleibt nach Paragraph 1 Absatz 1 Nummer 1 Kraftfahrtsteuergesetz steuerbar. Steuerpflichtig ist auch nach Paragraph Absatz 1. Und jetzt rechnen wir ein bisschen. Und zwar erstens 1595 Kubikzentimeter, das auf volle Hunderte gerundet sind 1600 Kubikzentimeter. Die mal 2 Euro durch 100 Kubikzentimeter, da wir einen Fremdzündungsmotor haben, sind 32 Euro. So, und was wir auch noch ändern müssen, ist Lösung 4 von 4. Höhe CO2-Ausstoß in Gramm pro Kilometer sind 95 bis 115 Gramm pro Kilometer. Also zumindest in der ersten Stufe. Wir sehen ja, dass es 190 Gramm pro Kilometer insgesamt sind. Aber hier seht ihr auch mal dann dieses Staffelverfahren. Das heißt, wir müssen erst einmal für diese 20 Gramm, sage ich mal, 2 Euro je Gramm zahlen. Macht 40 Euro. Und dann müssen wir prüfen, sind wir mit unseren über 115 Gramm pro Kilometer drüber? CO2 sind wir, wir haben 190, kommen also noch in die nächste Stufe. Zahlen dann ab für jedes Gramm, was da noch drüber ist, 2,20 €. Sind 20 Gramm, die drüber sind, macht 44 Euro. Wir sind immer noch nicht bei 190 Gramm. Wir sind also bei der nächsten Ebene der Besteuerung. Über 135 kostet uns, oder ab 135 kostet uns jedes Gramm 2,50 €. Auch hier haben wir 20 Gramm, die wir noch versteuern müssen, macht 50 Euro. Immer noch haben wir die Grenzen nicht erreicht. Wir kommen in die nächste Stufe, 155 bis 175 Gramm pro Kilometer.
Aber jetzt zwar kostet 2,90 € jedes neue Gramm. Das sind also 2,90 € mal 20 Gramm macht 58 Euro. Und dann kommen wir in der Stufe 175 bis 195 Gramm an, also da, wo wir dann auch drinnen liegen. Da kostet uns das Gramm 3,40 € und wir haben 15 Gramm, die quasi in dieser Spanne sind. Also rechnen wir 15 Gramm mal 3,40 €, ergibt 51 Euro. Und die Kfz-Steuer nach § 9 Absatz 1 Nummer 2c des Gesetzes sind die 32 Euro, die wir vorhin ausgerechnet hatten. Jetzt plus die 40 Euro der ersten Stufe, plus 44 Euro der zweiten, plus 50 Euro der dritten, plus 58 Euro der vierten und 51 Euro dieser fünften Stufe für den CO2-Ausstoß macht 275 Euro, die wir gesamt an Kfz-Steuer für den Wagen hinlegen müssen. Damit kommen wir zum zweiten Thema, die Grundsteuerreform. Und die ist sehr, sehr umfassend. Ich möchte aber hier auf den wichtigsten Punkt eingehen, die Einführung der Wertzahl, weil das ist das Maßgebliche. Und zwar wurde mit Urteil vom 10.04.18 hat das Bundesverfassungsgericht die geltenden Regeln zur Bewertung von Grundstücken nach dem Bewertungssatz als verfassungswidrig erklärt. Das war auch sehr sinnvoll, denn der Grund dafür ist, dass bei der Bewertung die Maßstäbe, welche die Basis für diese Grundsteuer bilden, zum 01.01.1964 zugrunde gelegt werden, was natürlich keine reale Darstellung der aktuellen Werte zulässt, da sich diese seit dem Jahr stark geändert haben. In Ostdeutschland, soweit ich weiß, war es sogar noch älter. Was bedeutet das also, wenn wir aus uralten Jahren irgendeine Besteuerung nehmen? Es kommt natürlich zu einer fiktiven Bewertung für die Grundsteuer. Das ist natürlich Riesenquatsch und auch nicht zulässig. Es wurden dann verschiedene Modelle erarbeitet und die Entscheidung fiel auf ein Wertemodell, was im Wesentlichen an den heutigen anknüpft und in drei Stufen abläuft. Ja, hier habe ich schon mal in 2 Jahren dargestellt, was alles neu ist. Es ist diesmal ein dreistufiges Verfahren. Und irgendwann komme ich mal dazu, wenn das auch komplett sicher ist und ich ein bisschen Zeit habe, dazu mal eine komplette Vorlesung zu machen. Das ist jetzt aber noch nicht möglich und sprengt den Rahmen dieser Update-Vorlesung. Die erste Stufe ist allerdings, dass der Wert von Grund und Boden einzeln nach den Bodenrichtwertsätzen ermittelt wird, indem die Fläche mit den Bodenrichtwertsätzen multipliziert wird. Das kennt man, das ist normal, das wird jetzt schon immer so gemacht. Kann sein, dass diese Bodenrichtwertsätze sich ändern, aber dass die sich ändern, ist normal, wenn die entsprechende Bewertung vorliegt. Kann man dann auf Boris googeln, beziehungsweise wie auch immer, welche Suchmaschine man nimmt, aber über Boris kann man dann diese Bodenrichtwertsätze finden. Boris steht kurz für Bodenrichtsätze, kann man sich gut merken. Der zweite Schritt ist dann, dass der Gebäudewert je nach Gebäude verschieden ermittelt wird. Immer eine sehr unschöne Sache, aber okay, wir schauen uns das mal an und stellen fest, es ist nicht ganz sinnfrei. Wir unterscheiden hier erstmal, sind es Wohngrundstücke? Hier wird der Ertragswert, das heißt, wie viel Ertrag wird das Grundstück einbringen, das sogenannte Ertragswertverfahren zugrunde gelegt. Und an dem wird anhand der Kaltmieten laut Angaben des Mikrozensus des Statistischen Bundesamtes errechnet, inklusive der Zu- und Abschläge nach Mietniveaustufe laut Anlage 39. Ja, klingt total toll, ist mega für bürokratisiert, heißt aber quasi siehe Tabelle. So, dann gibt es Nicht-Wohngrundstücke. Diese machen wir den Sachwertverfahren, die also wie viel ist das Gebäude überhaupt an sich wert ermittelt, indem der Gebäude Normalherstellungswert, das ist das Produkt aus dem Bruttogrundfläche mal Baupreisindex mal Normalherstellungskosten laut Anlage 42, also wieder in Tabelle, errechnet wird. Dann kommt der dritte Schritt. Die ersten beiden, die oder diese bei Variante 2 Varianten sind bekannt. Der dritte Schritt ist, die Summe aus Bodenwert und Gebäudesachwert ergibt den vorläufigen Sachwert, der mit der Wertzahl multipliziert wird, um den Grundsteuerwert zu erhalten. Vorher hat man halt beide gehabt und das war quasi schon die Basic. Diese Wertzahl wird je nach Ort oder Gemarkung festgelegt und somit können regionale Unterschiede des Grundstückswerts ausgeglichen werden. Wir sagen also, jetzt haben wir statt einfach nur einen Wert, der mit der Grundsteuer multipliziert wird, einen vorläufigen Wert ermittelt. Und ja, jede Gemeinde, sage ich mal, kann dann selbst festlegen, welchen Faktoren sie noch nimmt und die, mit denen sie das multiplizieren können. Erst das Produkt daraus wird mit dem Grundsteuersatz multipliziert. Und somit hat man quasi jetzt mit dem Grundsteuersatz einen Bundeswert, der bundesweit gilt und der bundesweit angepasst werden kann. Und noch einen anderen Stellwert, diese Wertkennzahl, die je nach Bedarf von den Gemeinden selbst justiert werden kann. Ähnlich wie der Gewerbesteuer, wo wir quasi die Steuermesszahl haben, die quasi bundeseinheitlich ist und
dann aber noch unsere Hebezahl haben, die dann die jeweilige Gemeinde festlegen kann. Hier haben wir quasi das ebenso angepasst, sage ich mal. Vorteil dieser Sache, die Einführung der änderbaren Wertzahl erlaubt halt eine schnelle Anpassung, wie ich gerade schon erläutert habe. Die Grundstücke werden hierbei erstmal zum 01.01.2022 neu bewertet. Bis dahin gelten noch, sage ich mal, die alten Werte. Und dann soll alle 7 Jahre eine regelmäßige Neubewertung erfolgen, um die tatsächlichen Wertverhältnisse aufzuzeigen. Es war auch früher geplant schon, dass dann regelmäßig nachbewertet werden muss. Allerdings hat man das versäumt, wahrscheinlich war es zu viel Verwaltungsaufwand, ich weiß es nicht genau, aber das wurde bisher versäumt und wir hoffen, dass das jetzt besser klappt. Ansonsten, ja, würde ich sagen, 2060 sehen wir und hören uns dann nochmal, wenn dann das neueste Wertmodell dann kommt. Gut, was hat das jetzt für Folgen? Erstens, wir haben erhöhten Verwaltungsaufwand wegen der regelmäßigen Neubewertung und Festsetzung. Zweitens, Wertänderungen der Grundstücke müssen der Bilanz korrekt erfasst und gebucht werden. Drittens, durch regelmäßige Anpassung sind die stillen Reserven im Bereich Grundsteuer nun deutlich geringer. Hatten wir bis jetzt halt irgendwie ein Gebäude und dann schreiben wir das halt ab, aber so müssen wir gegebenenfalls diese Wertansätze anpassen. Damit sind wir beim dritten Thema, und zwar, dass Kosten der künstlichen Befruchtung unter gewissen Voraussetzungen auch ab jetzt als ausführliche Belastung ansetzbar sind. Das wurde mit dem Urteil K3722-18e entschieden. Es gibt noch mehrere Urteile. Und das hier ist allerdings vom Finanzgericht Münster vom 24.06.2020, also recht aktuell. Und der hat gesagt, die Kosten der künstlichen Befruchtung sind als AGB in Form von Krankheitskosten zu berücksichtigen. Sofern eine diagnostizierte Unfruchtbarkeit vorliegt, gibt eine kleine und sinnvolle Einschränkung. Was erstmal erlaubt ist, ein höheres Alter oder andere Besonderheiten sind nicht schädlich für den besonderen Abzug. Also okay, das Finanzamt kann jetzt nicht sagen, jo, du, pass mal auf, also mit 70 unfruchtbar zu sein, das ist jetzt nicht gerade ungewöhnlich. Gut, biologisch gesehen hat es da nicht Unrecht, aber rein steuerlich gesehen ist es noch lange kein Grund zu sagen, dass das keine ausführlichen Belastungen sind. Jetzt kommen die Ausnahmen. Erstens, es wird eine künstliche Befruchtungsmethode gewählt, die im deutschen Recht nicht erlaubt ist, wie die Eizellenspende. Dann darf man das nicht anwenden. Krankheitskosten, die nicht anerkannt sind, sag mal als Krankheitskosten mit Methoden, die es nicht gibt, sind auch solche nicht zu gewähren. Die zweite Ausnahme, das ist die finde ich deutlich maßgeblicher ist, obwohl man natürlich die erste im Hinterkopf behalten muss. Wenn die Unfruchtbarkeit selbst zugefügt wurde, also durch Sterilisation, dann sind die Kosten der künstlichen Befruchtung ebenfalls nicht abzugsfähig. Das ist natürlich auch eine sehr sinnvolle und logische Sache, weil wenn ich sage, ich sterilisiere mich aus irgendwelchen Gründen, kann ich später, oder es ist sehr unverantwortlich später zu sagen, verdammt, jetzt bin ich unfruchtbar, das will ich aber gerne verhindern, ich will mich künstlich befruchten lassen und ja, das mache ich mir steuergeltend. Da verstehe ich durchaus, dass der Gesetzgeber ein bisschen versucht, einen Riegel vorzuschieben, da soll man sich natürlich schon einig sein. Immerhin sind das Entscheidungen, die einen doch recht lang begleiten. Gut. Viertens, wirksamer Zugang des Einspruchs. Ein Urteil, was mich ehrlich gesagt ein bisschen schockiert hat. Ich versuche das hier mal neutral vorzustellen, das werde ich nicht hinkriegen, weil ich da doch ein bisschen emotional mit bin. Und zwar gibt es ein Urteil des BFH. Da entfaltet ein nicht durch ein Online-Portal zugegangener Einspruch erst dann Wirksamkeit, wenn er schriftlich vorliegt. Das klingt jetzt erstmal simpel, hat aber leider blöde Konsequenzen auch in der Praxis gehabt. Und zwar war es so, dass im verhandelten Fall ein Einspruch via Fax fristgerecht eingelegt wurde. Und das konnte der Steuerpflichtige anhand seines Faxprotokolls nachweisen. Da stand halt drauf, irgendein Datum und das war vor Ablauf der Frist. Und der Steuerpflichtige sagt, na, kein Thema, das ist ihnen zugegangen, ich habe es rechtzeitig zugeschickt. Wunderbar, hat sich erledigt, kann sogar nachweisen. Ja, das Finanzamt hat aber gesagt, nee, du, pass mal auf deinen Einspruch, den haben wir ja gar nicht bekommen. Und zwar, weil wir keinen Ausdruck aus unserem Faxgerät hatten. Sie haben dann noch eingelenkt, ja, vielleicht, wir wissen nicht, war kein Papier da, vielleicht war da das wirklich angekommen, war im Speicher des Gerätes und wurde noch nicht ausgedruckt. Allerdings, um Platz zu sparen, wird das regelmäßig gelöscht. Dein Ding ist halt weg, es ist hier nicht wirklich angekommen, auch wenn du da dieses Stück Papier hast, womit du nachweist, dass es nicht an dir gescheitert ist. Und der BFH hat dann ein bisschen, finde ich, erstaunlich gesagt, liebes Finanzamt, du hast natürlich recht. Der Einspruch wäre erst dann zugegangen, wenn der Ausdruck aus dem Faxgerät erfolgt wäre. Und das ist hier nicht nachweisbar.
Man muss jetzt also leider im Hinterkopf behalten, es genügt nicht, Sachen quasi wegzuschicken. Vielmehr kommt es darauf an, ob die wirklich auch ankommen. Das ist natürlich sehr unangenehm, weil die Frage ist, wie weitreichend ist dieses Urteil? Schicke ich eine Mail und der hat, sagt, er hat die nicht bekommen, oder schicke ich einen Brief und der kommt weg, sei es einfach, weil die Post außersehen mal einen Fehler macht, dann ist der Einspruch also nicht fristgerecht eingegangen, wäre zumindest die logische Ableitung. Und ja, Pech gehabt, ne? Deswegen, also das halte ich für strittig, wenn man nachweisen kann, aber der BfH ist eine sehr hohe Institution, der hat halt entschieden so. Das ist die Frage, verlässt man sich drauf, dass es dort ankommt, oder macht man da ein bisschen Terror und versucht, sich einen Nachweis zu holen? Beide Fälle stelle ich mir sehr schwer vor. Das eine hat halt eine gewisse Unschärfe, obwohl ich aus der Praxis sagen kann, dass mir das noch nicht passiert ist. Und dann ist auch die Frage, wie kulant ist der Sachbearbeiter bei dem Finanzamt? Und die zweite Sache ist die, verlasse mich lieber nicht drauf und versuche da irgendwie so einen Nachweis zu erzwingen. Soweit ich weiß, sind die Finanzämter nicht verpflichtet, etwas schriftlich auszuhändigen, dass sie was erhalten haben. Heißt, man müsste es quasi mit Post machen und dann ja einschreiben oder Postzustandsurkunde, verursacht mehr Kosten, verursacht mehr Bürokratie. Ne? Also wie ihr merkt, ich bin mit dem Urteil nicht zufrieden, aber ich bin kein Richter, ich bin auch kein Legislative oder Exekutive, ich bin gar nichts davon. Wir werden wohl damit leben müssen und hoffen, dass das ein Einzelfall bleibt. Damit kommen wir zum letzten Thema, die Mindestlöhne. Sehr spannendes Thema, weil Theorie einfach, Praxis ein bisschen umständlich. Und wie immer hat die Mindestlohnkommission getagt und am 30.06., wie das Pflicht bei denen ist, entschieden, wie sich die Mindestlöhne ab dem 01.01.2021 verändern sollen. Da wurde erst einmal entschieden, die werden halbjährig angepasst, und zwar mit folgenden Sachen, die dann kommen. Versäumt, muss ich gleich vorweg sagen, wurde leider diese Geringfügigkeitsgrenze um 450 Euro anzupassen. Das ist natürlich ein bisschen bescheiden, weil wenn ich den Mindestlohn erhöhe und die Geringfügigkeitsgrenze identisch lasse, senke ich automatisch damit die Höchstarbeitszahl, die ein geringfügig Beschäftigter leisten kann, ohne dass er diesen Geringfügigkeitsstatus verliert. Bedeutet für ein Unternehmen, anders ausgedrückt, meine Geringfügigen können weniger arbeiten. Heißt also, ich muss wahrscheinlich mehr Leute einstellen für dieselbe Arbeit. Ist natürlich wieder eine gewisse Art von Aufwand. Wäre, denke ich, schöner gewesen, hätte man diese Grenze endlich mal angepasst. Weiß nicht, ich denke mal 600 Euro ja mittlerweile angemessen. Müsste man mal ausrechnen. Und weil die meisten Unternehmer wird es weniger stören zu sagen, ja okay, ich muss jetzt mehr Mindestlohn zahlen. Klar ist Lohn der höchste Kostenfaktor, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Aber die Tatsache zu sagen, ja verdammt, ich muss jetzt mir einen neuen suchen, weil jetzt wieder mal ein oder zwei Stunden wegfallen durch diese Lohnanpassung pro Minijobber, ist natürlich unangenehm. Können natürlich jetzt aber auch mal ein bisschen weiterschauen, also aus der Betriebswirtschaft raus in die Volkswirtschaft rein und sagen, naja, dadurch werden mehr Minijobber benötigt, also senken wir damit die Arbeitslosenzahlen, was natürlich auch fraglich ist, aber gut, sei es drum, auch hier eine Entscheidung, die leider versäumt wurde und von der ich hoffe, muss ich dazu sagen, dass das noch nachgebessert wird in absehbarer Zeit. Ansonsten gibt es bald keine Minijobber mehr. Da laut § 12 des Teilzeitbefristungsgesetzes die Angabe einer wöchentlichen Mindestarbeitszeit, die maximal 25 überschritten werden darf, oder einer Höchstarbeitszeit, die nicht überschritten werden darf, von der jedoch auch bei geringem Abruf 80% der vereinbarten Zeit bezahlt werden müssen, notwendig ist, ergibt sich nach folgender Formel, nach folgender Tabelle für die beschlossenen Mindestlöhne. Und ja, es ist vollkommen egal, ob ich eine Höchst- oder Mindestarbeitszeit vereinbart habe, denn im Endeffekt kommt man mathematisch auf dasselbe. Und zwar sieht die Tabelle jetzt so aus, wöchentliche Höchstarbeitszeit sind 54 Euro pro Monat durch den Mindestlohn Euro pro Stunde mal 12 Monate durch 52 Wochen. Weil man muss ja wöchentlich festlegen, ist festgeschrieben, war auf keine durchschnittliche Arbeitszeit, es muss ein Höchst- oder ein Mindest sein. Bei der Mindestarbeitszeit hätten wir die 450 Euro pro Monat durch den Mindestlohn Euro pro Stunde mal 12 Monate durch 52 Wochen mal 0,8. Und daraus ergibt sich folgende Tabelle. Die Mindestlohnkommission hat beschlossen, ab 01.01.2021 für 6 Monate ist der Mindestlohn 9,50 Euro. Das bedeutet, 47,36 Stunden pro Monat darf ein Minijobber arbeiten.
Das heißt, die wöchentliche Höchstarbeitszeit sind 10,93 und die wöchentliche Mindestarbeitszeit 8,74 Stunden. Und nein, hier wird nicht gerundet. Wer seinen Minijobber 11 Stunden beschäftigt, der verstößt gegen diese Regelung und der arme Minijobber ist bei der nächsten SV-Prüfung, wenn man es denn merkt zumindest, kein Minijobber mehr, sondern kommt dann in die Kleidzone. Ist natürlich auch eine Frage, ob man das vielleicht möchte. Immerhin, ein Minijobber, der nicht familienversichert ist, der muss dann freiwillig die gesetzliche Krankenkasse erstmal zahlen. Das ist sehr, sehr teuer. Der ist sehr gut damit beraten, in eine möglichst niedrige Kleidzone zu kommen, weil die Kleidzonensätze für die Ganzversicherung in der Summe geringer sind als die freiwillige Krankenversicherung. Zudem werden auch noch Rentenpunkte generiert, weil man nicht verzichten kann, sich davon zu befreien. Gut, 6 Monate später, also ab 1.7. ist der Mindestlohn 9,60 Euro. Das heißt, der Minijobber darf noch 46,87 Stunden pro Monat arbeiten, was einer wöchentlichen Arbeitszeit, Höchstarbeitszeit von 10,81 Stunden oder einer wöchentlichen Mindestarbeitszeit von 8,65 Stunden entspricht. Wieder vergehen 6 Monate, wir schreiben jetzt den 01.01.2022. Der Mindestlohn ist dann 9,82 Euro, das bedeutet 45,82 Stunden pro Monat mögliche Arbeitszeit. Resultiert in 10,57 Stunden für die wöchentliche Höchstarbeitszeit und 8,46 Stunden für die wöchentliche Mindestarbeitszeit. Immer im Kopf haben, die Mindestarbeitszeit ist 80% das heißt, die Höchstarbeitszeit ist immer identisch und die Mindestarbeitszeit ist nur verschiedene Darstellungen. Und weiter wurde es dann nicht beschlossen, reicht ja auch erstmal, wird es wahrscheinlich bestimmt noch ändern. Ab 1. Juli 2022 gibt es einen Riesensprung, es sind auf einmal 10,45 Euro Mindestlohn. Daher sinkt die monatliche mögliche Stundenzahl auf 43,06 Stunden. Die wöchentliche Höchstarbeitszeit sind 9,93 und die wöchentliche Mindestarbeitszeit 7,95 Stunden. Das heißt, hier darf ein Minijobber dann nicht einmal mehr 10 Stunden pro Woche arbeiten, weil er dann drüber kommt. Es bleibt nebenbei bei der Grundregel, dass dreimal pro Jahr diese Höchstarbeitszeit überschritten werden darf pro Monat, also innerhalb von 3 Monaten. Nee, anders. Es darf 3 Monate geben, in denen der Minijobber die 450-Euro-Grenze sprengt. So klingt es besser. Und das muss aber begründet sein. Und die Begründung muss immer ein unvorhergesehenes Ereignis sein. Unvorhergesehenes Ereignis ist nicht, jemand geht in Urlaub. Unvorhergesehenes Ereignis ist nicht, ich habe vergessen, dass der Mindestlohn sich erhöht hat und tue es im Nachhinein nachbessern. Unvorhergesehen ist eigentlich fast nur zum Beispiel Krankheit, Ausfall, Todesfälle. Keine Ahnung, irgend sowas. Es muss wirklich was Besonderes und Unvorhergesehenes sein, was es rechtfertigt. Ja, und damit sind wir quasi mit den Steuernews 2021, mit dem ersten Teil dieser drei- oder, wenn es schlecht läuft, vierteiligen Vorlesungsreihe durch. Wie gesagt, es sind Haufen neue Regeln, die gekommen sind. Ich habe mich mit sehr vielen davon befasst. Ich habe haufenweise Literatur gewälzt, dieses ganze Schreiben, und das heißt, dieser ganze Entwurf, der noch nicht 100% sicher ist, aber schon ziemlich sicher, ist ungefähr 260 Seiten. Hat das sich ganz schön ausgelassen und auch mit wichtigen Dingen. Die kommen dann in den nächsten Vorlesungen und ich würde mich freuen, euch wiederzuhören, dann im Januar, beziehungsweise ihr hört mich, ich sehe nur, ob ihr es euch anschaut. Und wenn euch meine Videos gefallen, könnt ihr mich gerne unterstützen, indem ihr mir ein Like da lasst, indem ihr einen Kommentar postet, sei es hilfreiche Kritik, sei es ein Lob, das ist auch psychologisch für mich mal ganz gut. Ihr wisst ja nicht, der Applaus des Künstlers ist ein Lohn. Oder, was ja neuerdings auch möglich ist, ihr könnt mich auch unter Patreon unterstützen. Oben rechts findet ihr dann einen entsprechenden Link, beziehungsweise auch in der Videobeschreibung. Ich sage auf jeden Fall bis zum nächsten Mal und dann werde ich euch die neueren Sachen vorstellen. Bis dahin, haltet die Ohren steif und wer das Video noch rechtzeitig oder vor Weihnachten sieht, dem wünsche ich ein frohes Fest, einen guten Rutsch und hoffentlich ein besseres neues Jahr. Tschüss!